Salut, ça va und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, liebe Freunde, diesmal machen wir eine Bergtour und zwar Bosnerhorn-Runde. Das ist ca. 1807 Meter hoch. Eine gemütliche Wanderberg. Und schaut mal das Panorama. Der Nebel verzieht sich, die Sonne kommt raus. Sehr schön. Ja, und wir sind im Kanton Nidwalden. Ja, es läuft noch. Ja, wir sind im Kanton Nidwalden. Dort unten ist zu sehen Vierwaldstätter See. Im Moment ist noch der Nebel. Aber gegen Mittag sollte der weg sein. Ja, ich versuche, wie möglich alle Kantone in der Schweiz zu besuchen. Und dieser ist jetzt der Kanton Nidwalden. Auch sehr schöner Kanton. Vor allem auch das Stanzerhorn. Berühmt. Ja, und von dort hoch sind wir gekommen. Voll im Nebel. Hier geht es weiter und gleich sind wir dort. Ja, seid mit dabei, kommt mit, los geht's.
Ja, meine Freunde, im Moment keine Sonne, aber bei Mittag kommt sie raus. Jetzt ist es noch nebelig. Dort hoch müssen wir hoch hin. Burschenhorn, eine Stunde noch. Dieser Weg entlang. Und dann sind wir schon dort. Mal was anderes. Mal keine Sonne, sondern Nebel. Vorteil, weniger Leute unterwegs. Also nicht dieser Weg, sondern hier hoch. Hier hat es Strom. Da muss man aufpassen. Also hier hoch. Irgendwas ist Strom außer Kontrolle. Sonst bekommt man einen Stromschlag. Das ist nicht gut. Ja, meine Freunde, der Nebel holt uns ein. Und wir müssen noch rauf zum Berg. Mal schauen, wie das wird. Vor mir sind Kühe. Ja, schauen wir mal. Ja, jetzt geht der Weg hier hoch in den Nebel rein. Und von dort unten sind wir hergekommen. Hier sind die Kühe. Und dort hoch geht es weiter. Ja, Freunde, hier ist eine schöne Stelle. Wir machen Pause. Schönen Ausblick. Ja, und da hinten geht es dann weiter. Wahrscheinlich. Wieso denn da weiter? Ja, es hat sich gelohnt. Jetzt geht der Nebel weg. Die Sonne kommt hervor. Sauber, sehr schön. Die Ochserhorn, 45 Minuten. Dort hoch, in den Nebel.
Und wieder Kühe. Ja, hier ist auch Wildruhezone. Dort hinten sind nun schon vier Waldstätter See. Und hoffentlich kommt die Sonne noch raus und hat man einen schönen Ausblick. Ja, Freunde, mitten im Nebel. Nichts mit Aussicht. So sieht das aus. Und dort hoch geht es weiter. Ja, ich hoffe dennoch, dass wir oben am Berg eine schöne Aussicht bekommen. Diesen Sommer ist nicht gerade der schöne, jedes Wochenende Regen, Regen und Regen. Tja, meine Freunde, normalerweise wäre das eine schöne Aussicht, aber seht selbst, der Nebel ist noch da, der Anstieg ist geschafft, jetzt geht es eigentlich nur noch geradeaus. Hier, dort hinten müsste der sein. Meine Freunde, die Sonne kommt raus. Vorher war sie noch da gewesen, jetzt kommt der Nebel wieder. Hier unten wäre der Vierwaldstätter See zu sehen. Da so sieht man leicht. Ja, und von dort sind wir hergekommen. Jetzt geht es noch ein Stück gerade weiter raus, dann sind wir schon da. Ja, ich hoffe, dass wir noch den Ausblick genießen können. Da hinten ist auch schon der Berg im Nebel. Ich habe mich gerade nach der Erde gefahren und habe gesagt, ich komme mit dir.
Sack, oder ist aber eigentlich verschieden. Das ist ein 100 Liter Füllsack. Ich habe wahrscheinlich auch noch ein bisschen aufgelöst. Warum? Ich kann nur wundern. Das ist der Zeitintensiv. So, meine Freunde, jetzt bin ich ein wenig alleine und ich zeige euch mal, wo ich gewesen war. Dort oben ist das Gipfelkreuz. Jetzt ist das Wetter sehr schön. Dann hier herunter. Dort kann man noch einmal den Vierwaldstätter See betrachten. Sehr schön. Und hier geht es dann weiter. Dort sind noch Kühe. Sehr schön. Also, weiter geht's. Ja, ich habe heute gerade einen Zwerg gesehen, genau richtig, denn sie gibt sie, wenn man genau hinschaut. Wo befindet sich der Zwerg? Könnte das sein? Er ist auf der linken Seite. Was denkt ihr? Ist er dort oder nicht? Auf der linken Seite ist er. Und zwar hier ist der Zwerg. Das Gesicht.
Ohne Witz. Man muss nur hinschauen. Da ist er versteckt. Und von hier aus, genau hier. So, ein Zwerg gesehen. Ich mag Kühe, aber das hier mag ich nicht. Kuhscheiße. Ui. Da muss man aufpassen, wo man hindreht. Sonst ist man voll in der Kuhscheiße. Und das mag ich nicht. Schön, oder? Geht das noch weiter, oder was? Da gibt die Kuhscheiße. Tja, das gehört auch dazu. Eine schöne Aussicht. Ja, Freunde, schaut mal. Dort oben das Weiße Kreuz. Und dort sind wir ganz herunter. Zack, 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 zack. Und am Morgen ist dort noch alles Nebel. Und jetzt ist es schön angenehm. Nicht zu heiß, dann ist auch gut. Also. Und dort hinten ist Engelberg. Das ist auch eine sehr schöne Region zum Wandern. Und dort hinten versteckt ist der Titlis. Der und der. Eine schöne Region. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das hier Stanzerhorn. Das wäre auch noch so ein Ziel. Ja, und gestern habe ich im Auto übernachtet. War sehr ruhig, aber viel Regen. Aber es ist angenehm. Sehr schön. Hier war ich noch nie. So eine kleine Pause. Das ist immer gut. Blick auf Stanzhorn. Gemeinde Oberdorf. Schöne Aussicht. Ja, meine Freunde. Und hinten ist schon die Bergstation. Das Ziel, wo wir heute hingehen. Und dann geht es mit der Bergbahn hinab zum Auto und dann zurück nach Hause. Und doch noch ein schöner Tag bekommen. Was will man mehr? Schaut mal, schöne Brücke. Sehr schön.
und sehr angenehm. Ja, meine Freunde, die Tour ist leider schon zu Ende. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, die kleine Bergtour, ein Wandergipfel, Kanton Nidwalden, zuerst zum Nebel hinein und dann schönstes Wetter. Ja, mal was anderes, oder? Also mir hat es Spaß gemacht, hoffentlich euch auch. Und wenn ja, einen Daumen nach oben oder noch besser, ein Abo. Denn ich möchte ja die 1000 Abonnenten, das ist mein Wunschziel und somit wäre es super. Also, dann sieht sich, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Euer Aaron. Ja, meine Freunde, das war die Tour gewesen, hoch zum Burstenhorn. Ich hatte jetzt circa 2 Stunden warten müssen, bis der Nebel weg war. Ja, und ich hoffe, ich konnte einige Einblicke in die schöne Aussicht machen mit der Kamera. Es waren dann doch viele unterwegs. Ja, und jetzt ist es sehr angenehm. Jetzt geht es herunter zur Bergstation und dann mit dem Seilbahn zur Talstation. Falls ihr euch das gefallen habt, einen Daumen nach oben oder noch besser ein Abo. Das wäre sehr gut. Und hier noch einmal der wunderschöne Ausblick auf den Vierwaldstätter See. Das ist mein Lieblingssee in der Schweiz. Ja, meine lieben Freunde, wir sehen uns hoffentlich schon bald. Mach's gut und tschüss.